Wie kommt man da oben rein? Da oben war schon drin, ne, von der anderen Seite. Gut, dann haben wir uns die Bäuerin. Krypta der Farmerin. Popcorn plus eins mehr unter Bäuerin. Emily Fry, die Bäuerin. Oder Frey. Nice! Neuer Ort kartiert. Ein Marker hinzugefügt. Quest aktualisiert. Zusammen stärker. Quest aktualisiert. Zusammen stärker. Ja, und noch was? Buchsetzling plus 6 mehr unter Saatbeet. Jo, wir können endlich anfangen mit Pflanzen, 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 Pflanzen. So, Quest aktualisiert. Distelsam, Distelsam. Schrein der Flamme, ewiger Zauber, Krypta, ja. Ja, Stück für Stück, ne? Was? Tagebuch? Zusammen stärker. Sobald sie sich in der Basis befindet. Okay. Dann sollen wir sicherlich zurückporten. Den lassen wir hier oben stehen. Den Wegpunkt machen wir weg. Den Altar. Das wir. Denn hier immer wieder hinkommen. Dann können wir den Elixierbrunnen noch machen. Ich weiß nicht, ob wir vorher noch ewigen Zauber machen und Krypta der Bauer, beziehungsweise hier auch noch Schrein der Flamme. Müssen wir hier noch ein bisschen erkunden. Ja, das klingt noch ein Plan. Aber erstmal müssen wir nach Hause auskippen. Und dann war's das für diese Runde. Ich habe schon Überzeit. Ja, das war klar. Juhu. Aber damit ich es auch nicht vergesse. Den Stab brauchen wir auch noch. So, das raus. Das hier raus. Kommt hier noch was rein? Nee, ne? Doch, hier. Was haben wir mitgebracht? Das und das. Uiuiui, alles voll. Halt! Hier haben wir noch ein Harz. Essen. Fleisch haben wir. Fell haben wir noch. Fellfetzen. Och nö. Voll. Behalten wir drinne. Muss ich mal kaputt machen. Das ist... mal irgendwie auch rauskriegen. Das dahin, das dahin. Metallplatten, die hatten wir bis jetzt alle vorne, ne? Ja. Muss ich auch dran denken. So, Metall, Metallnägel. Baumaterial. Das kommt raus. Das packen wir. Das jetzt. Ne, halt, Knochenmehl, kein Salz. Schwachkopf. Ja. Knochenmehl war hier oben drin. Den wollten wir auf jeden Fall behalten. Und das Ding auch. So, 7. Tab. Emily Fry. Boop. Ah. Na, das ist die, der immer was wehtut. Jetzt verstehst du das, weil ich da immer so gemeckert habe. Wenn die eine Quest hat und du machst da nicht weiter, dann quietscht die da immer so rum. Halt!
Kochen. Stöckchen reinhalten. Ja, irgendwie kriegen wir auch mal eine Köchin. Bitte schön. Fertig. Das da noch. Wieso bewegt sich hier die Kamera beim Kochen? Hä? Ist das hier? Ich mach gar nichts. Jetzt steht's, aber ich mich bewegt habe. Seltsam, seltsam, seltsam. So, den Stopp gleich wieder wegpacken. Haben wir hier noch Platz für das Essen? Jawohl. So, du wolltest was. Verlorene Handspindel. Wenn du denkst, dass wir machtlos sind, liegst du falsch. Mit meiner Handspindel könnte ich bessere Rüstung für uns herstellen und unsere Überlebenschancen erhöhen. Ich habe sie vor langer Zeit bei meiner Flucht im Düsterdickicht verloren, in der Nähe von Westcott. Als ich rastete, warte nicht länger, ich halte dir den Rücken frei. Schütze, klingt ein Hund. 2 Marker hinzugefügt. Rüstung. Waldläufer. R. Das ist doch das, was wir haben, oder? 3% Fernkampfschaden. Schütze. 13%. 4% Skillshot. Okay. Achso, gab es noch mehr? Boost. Ausdauerpunkte, Ausdauerpunkte. Ausdauerpunkte. Ne, Sperrkapuze auch mal ein, genau. 2% Fernkampf. 11%. Waldläufer. Setteile gibt es sowieso nicht. Sieht nur anders aus. Ausdauerpunkte, Ausdauerpunkte, Fernkampf, Skillshot, Ausdauer, Ausdauerregeneration, Regenerationspause, heißt die Regeneration fängt viel früher an zum Hacken, genau, also kann man die ganzen Dinger hier kombinieren, sei der Jäger, nicht der Gejagte, jawohl, jawohl. Die Welt öffnet sich. Du schaffst es tatsächlich, Flammenblut. Du heizt die Hochwalden. Doch unsere Welt ist riesig. Glaub mir, ich habe sie schon oft bereist. Richte dein Augenmerk auf die Warte im Düsterdickicht. Das wird unsere Welt noch weiter öffnen. Wir stehen alle an deiner Seite. Noch ein Ort mehr kartiert. Ressourcen. Ah, jetzt kann man sie sogar schon bauen. Farmboden und Honig. Okay. Farmboden und Blumenerde. Saatbeet. Wir brauchen Farmboden. Popcorn. Die kann Popcorn kochen. Popcorn. 5 Maiskolben und ein Honig machen 5 Popcorn. Popcorn, 7 Ausdauerregeneration ist süß. Für 5 Minuten. Was macht der Honig? 7? Ich klemme mal direkt. Der Honig war ja auch süß. Ne, das ist Wachs. 15, nicht? Aber nur für 1,30, deswegen. Aha! Gut. Was ist das denn noch? Achso, das war's.
Schwertschalter, Metallschrott, Formboden. Mit den Saatbeeten kannst du Setzlinge bauen. Mit den Setzlingen, die kannst du wieder einsetzen, die kannst du wieder ernten. Holzschalter haben wir da, Metallschrott haben wir da. Und Formboden. Haben wir den hier mit rein? Ne, hier drin. Okay. Holzschalter, Metallschrott. Minuten. Das wäre cool. Da könnten wir uns so ein Ding reinpfeifen, so ein Ding und so ein Ding. Warum? Für 2 Geschick und 2 Gesundheitswiederherstellung und 2 Konstitution. Die kann man später auch noch verkochen. Erde und Knochenmehl. Müssen wir mal Erde hacken auch noch. Ach komm, bau mal ein Saatbeet, genau, das haben wir gleich in der Hand. Was denn jetzt? Macht der Zug, genau. Oh, hier hinten würde ich gerne einbauen. X. Nee, nicht freisetzen. Naja, komm, ein bisschen reinsetzen können wir es schon. Ja, das steht jetzt ein bisschen in der Luft. Die nächsten werden dafür schön runtergehen in die Erde. Das gleicht sich dann aus. Wir haben bereits 10 Rezepte. Und zwar Buschsetzling für Pflanzenfasern. Beziehungsweise da kriegen wir Äste und Pflanzenfasern raus und können mit den Pflanzenfasern dann immer wieder Büsche einsetzen. Pilze, Knochenmehl und roter Pilz. Köstel Pilzsetzling raus. Tomatensetzling mit Tomaten und Wasser. Beerenbusch für lila Beeren, Mais, Aureolin, Laubbaum mit Farmboden, Äste und Wasser, Tannenbaum, Düsterdickicht, Grünblattsetzling, Düsterdickicht, Rotblattsetzling. Aha, Düsterdickichtbäume. Da werden wir doch dann die nächsten Sachen dabei rauskriegen. Okay. Jetzt brauche ich aber Tomaten. Heißt 12? Nein. Wie war denn das? Steuerung teilen. Ja. Wie war denn das noch? Stapelte. 2. Bestätigen. Das war doch viel besser. Mit Rechtsklick war das. Jawohl. Und den nehmen wir wieder mit. Nee. Warte mal, die Hälfte lassen wir hier. Damit wir hier wieder aufstecken können. Der baut in 15 Minuten einen 5er Stack Tomatensetzlinge. In 3 Stunden ist er fertig. Oh, das sieht hier ein bisschen seltsam animiert aus, aber immerhin sieht man jetzt oben drüber, dass es Tomaten sind, in 14 Minuten fertig. Das hat man früher nicht gesehen, da hat man nur so ein bisschen die Blätter hier gesehen. Und die sehen dann alle gleich aus, ne? Gut, dann räumen wir weiter auf und dann war's das für heute. Genug geschafft. Metall. Farmboden. Holz. Wasser. Haben wir das hier mit drin? Jawohl. Haben wir auch schon 107 Stück. Es wird hier nicht weniger. Stellen wir uns hier mal. So, da sehen wir ein bisschen was noch. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön, wenn es dir gefallen hat. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, über ein Abo freue ich mich riesig. Vielleicht sehen wir uns ja in der nächsten Runde wieder zu einer chilligen Runde entschraudet. Bis dahin, auf Wiedersehen und tschüssi. Go.